euch heute meine derzeitigen Fehlkäufe, das heißt meine derzeitigen Fehlkäufe, die ich mir bisher in diesem Jahr gekauft habe, die mir so bewusst noch im Kopf schwirrten und mir sofort einfielen und da ja gleich griffbereit waren. Und die wollte ich euch einfach präsentieren. Das sind 7 Produkte, die mich einfach extremst enttäuscht haben, von denen ich mir wirklich viel mehr erhofft und erwünscht habe. Und leider war es halt dann nicht so. Und die wollte ich euch einfach vorstellen, denn ich habe nämlich in meiner Wünschebox mal wieder ein bisschen rumgestöbert, weil ich nach neuen Themen gesucht habe, die ich halt gerne euch präsentieren wollte. Und dort kam halt auch unter anderem dieses Thema Fehlkäufe vor. Und dann dachte ich mir, wäre das jetzt einfach mal der perfekte Zeitpunkt, jetzt so ein bisschen über ein halbes Jahr hinweg einfach mal so ein kleines Fehlkaufsvideo zu machen. Vielleicht erweitert sich auch meine Fehlkaufsliste bis Ende des Jahres. Man weiß es ja nicht, aber ich würde mich freuen, wenn es euch interessiert, einfach dran zu bleiben, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich fange an mit einem Haarprodukt, und zwar ist das ein Hitzeschutzspray von Syoss. Das habe ich mir Anfang des Jahres gekauft. Ich war ganz gespannt, wie Syoss sein wird. Das war das erste Produkt, was ich mir von Syoss gekauft habe, und ich hatte halt mir sehr viel davon erhofft. Aber irgendwie war dann doch irgendwie alles anders geworden, weil ich wollte unbedingt ein Hitzeschutzspray haben, was man sprühen kann. Und das war halt schon mal ein Pluspunkt gewesen. Der erste Minuspunkt kam aber dann schon mit dem Geruch. Denn dieser Geruch von Syoss spricht mich überhaupt gar nicht an. Und der größte Minuspunkt, der dann noch dazu kam, war dieser, dass wenn ich dieses Spray draufgesprüht habe, war alles noch in Ordnung. Aber sobald ich meine Haare dann angefangen habe zu stylen, es hat schon mit dem Bürsten angefangen, dass ich dieses Gefühl auf meinem Haar hatte, sie verkleben. Also ich habe sie ganz schlecht auseinanderbekommen. Sie haben sehr viel zusammengekruselt, es haben sich Knoten gebildet und sie wirkten auch sehr, ja, platt und fettig. Das war dann wirklich der Zeitpunkt gewesen, wo ich mir gesagt habe, nein, das ist ein Produkt, was du nicht deinen Haaren antun möchtest. Und daher ist diese Flasche auch noch fast voll. Ich bin wirklich leider unzufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber meine beste Freundin zum Beispiel hatte damit keine Probleme und sie kommt damit gut zurecht. Aber jedes Haar ist ja auch anders. Es war aber für mich halt definitiv ein Fehlkauf gewesen. Mein zweiter Fehlkauf war eine Mascara gewesen, und zwar eine Mascara von P2. Das war diese. Das ist die Beauty Insider False Lashes Creator. Ich habe sie. Und zwar war das die Beauty Insider False Lashes Creator. Ich habe sie eigentlich. Und zwar die Beauty Insider False Lashes Creator. So sah die aus, oder so sieht sie aus. Ich habe sie im Prinzip aus dem Grund gekauft, weil sie pink ist. Und ich wollte unbedingt eine pinke Mascara haben. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber das war halt einer der Hauptgründe, warum ich mir diese Mascara gekauft habe. Und zudem noch ein Hauptgrund, dass diese Mascara auch nicht sehr teuer ist. Denn P2-Produkte sind ja nicht ganz so teuer. Ich komme mit dieser Mascara deswegen nicht zurecht, weil diese Mascara meine Wimpern sehr verklebt. Und ich habe auch Probleme, dass meine Augen hin und wieder durch den Wind oder auch durch, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber ich habe das einfach manchmal, dass meine Augen tränen. Also sie sind sehr empfindlich. Und bei mir ist das einfach so, sobald eine Mascara irgendwie pappig wird und meine Augenwimpern verkleben lässt, ist das schon so ein Grund, diese Mascara nicht mehr weiter zu benutzen oder auch nicht mehr diese Mascara weiterhin zu kaufen oder beziehungsweise zu Ende zu benutzen und dann nochmal neu zu kaufen. Denn ich kann das halt nicht ab. Also ich brauche wirklich eine Mascara, die definitiv, ja, nicht ganz wasserfest ist, aber es gibt viele Mascaras, zum Beispiel die ich jetzt zurzeit benutze, die 1x1 Volume Express Mascara von Manhattan. Das sind einfach Mascaras, die klumpen. Wenn du dann mal weinen solltest oder so, dann ist das nicht so schlimm, denn dann bröckeln diese Mascaras einfach nur. Und das ist halt eine Mascara, die verklebt und ein ganz großes No-Go und leider halt auch ein großer Fehlkauf. Dann bin ich noch sehr enttäuscht, auch noch von einem P2-Produkt, und zwar von einem Nagellack. Und das sind diese Cracking-Nagellacke. Die habe ich euch mal vorgestellt. Ich hatte einen schwarzen und einen grauen gekauft. Ich bin halt mit dem grauen sehr unzufrieden. Ich hatte euch ja gesagt, ich wollte den mal testen und euch mal auch vorstellen. Ich habe es dann irgendwie doch gelassen, weil ich so deprimiert war und einfach so sauer war, dass ich gar keine Lust mehr hatte, euch die vorzustellen.
Denn ja, ich habe es ausprobiert und irgendwie entweder bin ich zu blöd oder so, aber es war nicht halt dieses Endresultat, was es bewirken sollte. Und es war sehr klumpig und sehr huckelig auf den Nägeln. Ich habe das auch irgendwie nicht weggekriegt. Es sah auch wirklich nach nichts aus. Es wurde auch kein tolles Cracking-Muster. Es war irgendwie voll für die Katz. Und dadurch, dass es bei dem Silbernen ganz besonders war, habe ich den halt jetzt auch auf meine Fehlkaufsliste gesetzt. Ich habe mir auch Anfang des Jahres meinen allerersten Concealer gekauft und der war von Essence. Der ist schon ein bisschen abgenutzt, aber ich wollte euch den auch präsentieren. Ich habe den jetzt nicht mehr weiterhin benutzt. Ich habe den am Anfang, weil er halt wie gesagt mein erster war und ich dachte, naja gut, komm, machst den halt drauf. Aber im Endeffekt habe ich mir dann ganz, ganz schnell neue Concealer gekauft, die dementsprechend auch das bewirkt haben, was sie bewirken sollten. Denn ob ich den jetzt drauf gemacht habe oder nicht, wirklich abgedeckt hat er überhaupt nicht. Und daher habe ich den auch nicht mehr weiterhin benutzt, weil ich brauche halt wirklich für einige Pickel, die ich mal habe, oder für einige rote Stellen, die einfach mal hin und wieder in meinem Gesicht auftauchen, ein Produkt, was auch wirklich deckkräftig ist. Und das ist dieses Produkt leider nicht gewesen. Ich weiß auch nicht mal, wie der richtig heißt. Ich glaube, Essence Stay Naturally oder Natural. Man kann es halt, wie gesagt, nicht mehr so richtig erkennen. Und daher weiß ich auch jetzt nicht mehr den kompletten Namen. Dann habe ich mir ein Produkt bestellt, und zwar von Barry M. Eigentlich bin ich mit Barry M sehr zufrieden. Und das kann man ja auch zum Beispiel auf der Seite von Cambrai bestellen, wo ich halt häufiger mal Produkte mir kaufe. Und ich habe mir die 101 gekauft. Und dieser Name war eigentlich schon wirklich ansprechend. Ich glaube, der hieß Champagner. Und ich dachte mir, okay, es ist ein sehr natürlicher, neutraler Lippenstift. Und ich hatte da so meine Phase, dass ich halt so auf diese Farben gestanden habe. Und habe mir dementsprechend dann diesen Lippenstift gekauft. Er sieht wie folgt aus. Sehr, 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 sehr hell. Er hat so einen Ton aus Hautfarbe und Rosé. Also man sieht, der ist ja fast schon einheitlich mit meiner Handfläche. Und ich weiß nicht, also irgendwie ist es ein Fehlkauf geworden, denn ich habe ihn mehrmals in größeren Abständen benutzt und der war einfach immer wieder total komisch auf meinen Lippen. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass ich mit matten Lippenstiften Probleme habe. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach halt der Fall. Und dementsprechend kann ich irgendwie diesen Lippenstift nicht auf meinen Lippen benutzen. Er sieht sehr, 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 sehr hell aus. Also ich kann ihn euch ja mal swatchen. Er sieht jetzt, ja, vielleicht sehr rosa aus. Aber auf den Lippen sieht er ganz, ganz furchtbar aus. Ich konnte ihn auch nicht mit einem Lipgloss retten. Also deswegen ein ganz, ganz großer Fehlkauf leider. Unter anderem habe ich mir nochmal ein Bestellprodukt unter meine Fehlkäufe gesetzt. Und zwar ist das eigentlich was ganz, ganz Süßes. Das ist so ein kleines Törtchen. Und dieses Törtchen, das ist nämlich, wenn ich den jetzt mal öffne, muss ich mal schrauben. Und jetzt ist mir was ganz, ganz, ganz Ekelhaftes passiert. Und zwar hat sich jetzt dieses Produkt einfach mal, wenn ihr es sehen könnt, es schwabbelt. Das heißt, dieses Produkt ist flüssig geworden. Ich habe dieses Döschen schon seit, ich glaube, guten 3-4 Monaten nicht mehr geöffnet. Und ich wollte euch jetzt eigentlich erzählen, dass dieses Produkt eine Handcreme ist. Aber irgendwie ist das keine Handcreme mehr, sondern das ist etwas Flüssiges. Ein etwas, wenn ihr es sehen könnt, also mir läuft es gerade die Handfläche runter. Ein tolles Outtake in meinem Video, was ich trotzdem jetzt hochstellen werde, genau so. Ja, also wie gesagt, das seht ihr jetzt, ein extremer Fehlkauf. Also dieses Döschen ist total toll. Ich habe diese Cakes, die finde ich total klasse. Ich habe es mir als Deko hingestellt und finde es eigentlich immer noch süß, aber ich glaube, ich werde das jetzt erstmal entleeren, denn es sollte nach Kokos riechen und ich wollte unbedingt diese Handcreme mal ausprobieren, aber diese Handcreme hat überhaupt nicht nach Kokos gestunken, wollte ich schon gerade sagen, denn es hat nicht nach Kokos gerochen, denn es hat nach wirklich, ja, künstlicher Kokosnuss mit anderen künstlichen Sachen, die da noch mit drin waren, ich weiß nicht was, aber es hat ganz, ganz eklig künstlich gerochen und das war nichts für meine Hände gewesen. Daher ist das ein ganz, ganz schlechter Kauf gewesen.
Dann habe ich noch ein letztes Produkt und zwar müsstet ihr diesen Lipgloss auch noch kennen. Ich habe ihn immer noch verpackt, ich habe ihn auch nicht mehr ausgepackt und nicht nochmal probiert. Ich habe es öfter mal probiert, aber ich komme einfach nicht mit diesem Lipgloss klar. Ich glaube, den kennt ihr alle noch, den habe ich euch schon mal vorgestellt. Das ist der Wonder Woman von MAC und das ist dieser dicke rote Lipgloss, mit dem ich extremst unzufrieden bin, obwohl die Farbe total schön ist. Aber der ist so klobig und so unpraktisch und, also schaut euch das an, ich kann euch das immer wieder nur zeigen. Geht nicht, das ist echt eklig und ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hatte erst überlegt, ob ich den mal verlose oder, ich weiß nicht, aber die sind auch so teuer und na gucken. Ich muss mir halt immer noch was überlegen, weil ich irgendwie hänge ich halt dran, weil wie gesagt, das ist halt aus einer LE von MAC und im Prinzip, ich sage ja, die Produkte sind nicht billig und das wisst ihr halt, glaube ich, auch alle. Daher fällt es mir schwer, den einfach mal so zu verschenken, weil, ja, ist halt blöd gelaufen. Ich habe damit nicht gerechnet, dass der so klobig und so dick ist. Von daher setze ich halt auch diesen Lipgloss mit auf meine Fehlkaufsliste drauf. Das waren meine derzeitigen Fehlkäufe in diesem Jahr gewesen, die ich so gefunden habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Interesse habt, dass ich weiterhin vielleicht noch mal Ende des Jahres so ein Video drehe, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar unter dieses Video. Vielleicht habt ihr auch derzeitige Fehlkäufe, die ihr mir einfach mitteilen wollt. Vielleicht habt ihr auch, wenn ihr Videos dreht, derzeitige Fehlkäufe schon abgedreht. Dann könnt ihr mir die auch gerne als Videoantwort senden. Ich würde mich über alles natürlich immer freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und ich wünsche euch alles Liebe. Bye!